Willkommen zu einem neuen Video. Heute müssen die Italiener ganz stark sein. Ich bringe die schwäbische und italienische Küche zusammen und mache diese wunderschöne Maultaschenpizza. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Es tut mir leid für alle Italiener, die jetzt ein bisschen Schmerzen im Herzen fühlen, aber wenn wir ehrlich sind, mit Maultaschen schmeckt alles besser und ich denke auch eine Pizza. Aber ich probiere das Ganze jetzt mal aus. Den Teig habe ich schon mal vorbereitet und 48 Stunden gehen lassen. Wenn du sehen möchtest, wie der Teig zubereitet wird, dann klick hier oben auf das Video oder such einfach das Video, wo ich Pizza im Pelletgrill mache. Dann brauche ich Maultaschen, die ca. 1 cm dick geschnitten sind. Dann brauchen wir noch frisch geriebenen Emmentaler. Röstzwiebel, die habe ich selber gemacht, man kann aber natürlich auch die gekauften nehmen. Eine Soße brauchen wir natürlich auch für die Pizza. Hier nehme ich eine ganz normale Bratensoße, die habe ich einfach ein bisschen angedickt. Als erstes brate ich mir die Maultaschenscheiben an, weil die kriege ich nicht schön rösch, wenn sie einfach nur auf der Pizza liegen. So sehen die Maultaschen jetzt aus. Wenn ich die Maultaschen angebraten habe, mache ich meinen Pizzastein auf den Grill. Lass den Pizzastein dann so 10 Minuten aufheizen. In der Zeit kann ich die Pizza fertig machen. Dafür nehme ich mir ein bisschen Semolina. Verteile hier gut was auf meinem Tisch. Leg mir den Pizzaschieber auch gleich bereit. Und nehme mir dann eine von den Teigkugeln. Und roll die Teigkugel bzw. vor mir den Teig dann zu einer Pizza. Drücke ich einfach immer mit den Händen. Ich drehe das Ganze und drücke das immer ein bisschen nach außen. Nimm das Ganze dann in die Hand und werf das ein paar Mal hin und her, weil wenn hier unten zu viel Semolina drauf ist, dann verbrennt das Ganze einfach nachher und das wäre nicht schön. Ich gebe das Ganze dann so auf meinen Pizzaschieber. Anschließend nehme ich mir die Bratensoße, verteile die hier gut, nicht zu viel Soße nehmen. Soll einfach nur so eine schöne dünne Schicht sein. Einfach genauso wie wenn man Tomatensauce nehmen würde. Da nehme ich mir die Maultaschen, verteile die hier ebenfalls. Dann gehe ich hier mit dem Käse drüber. Wenn ich die Pizza fertig belegt habe, dann gebe ich sie so auf meinen Pizzastein. Nach 7 bis 10 Minuten sollte die Pizza gut sein. Ich habe jetzt gerade schon mal reingeguckt. Die sah schon gut aus. Und ja, die sieht super aus. Und wenn die Pizza dann aus dem Ofen bzw. aus dem Grill kommt, dann nehme ich die Röstzwiebel und gehe hier großzügig mit meinen Röstzwiebeln drüber. Und fertig ist meine Maultaschenpizza. Ich werde das Ganze jetzt noch probieren. Die Maultaschenpizza schmeckt super. Natürlich, man schmeckt viel von den Maultaschen. Man schmeckt ein kleines bisschen zu wenig, finde ich, von der Bratensauce. Hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr drauf machen sollen oder die ein bisschen besser andicken sollen, obwohl man eigentlich schon gut sieht, dass da noch gut Bratensauce ist. Statt den Röstzwiebeln oder zusätzlich, finde ich, könnte man noch so Schmelzzwiebeln dazu machen. Die Schmelzzwiebeln dann noch, bevor die Pizza gebacken wird, drauf machen und die Röstzwiebeln, so wie jetzt, einfach als Finish dann drüber. Ich glaube, das könnte nochmal einen super Kick geben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.